Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Unboxing-Video. Da haben wir dann heute das O-Katana von Yari no Hanzo. O-Katana heißt großes Katana. Und wenn ich mir den Karton so angucke, ist das groß. Ein bisschen was zu den Daten. Die Klinge soll also scharf sein. Ist aus 1060er Kohlenstoffstahl. Differential gehärtet. An der Schneide eine Rockwellhärte von 60. Am Klingenrücken von 45. Zu den Abmessungen des Schwertes. So, die Sori ist mit 2,5 cm, wohl ganz ordentlich. Der Griff 35 cm. Die Saya hat 97 cm. Und die Klingenlänge ist mit Habaki 91,5 cm, also deutlich länger wie sonstige Schwerter. So, dann wollen wir das Schätzchen mal auspacken. Ordentlich verklebt, damit so ein Randstück von Leute groß ist. Im Karton. Ja, das sieht groß aus. Farbene Schutzhülle. Machen wir die direkt mal auf. Wie angekündigt, geliefert ohne Sageo, aber das stört mich auch nicht groß. Ja, ein schöner langer Griff. Dann messen wir den direkt mal nach. Der wird vorbereitet. Klingenlänge ist eher noch ein bisschen länger, also Klingenlänge Grifflänge. Ist gut eingefasst, fällt nicht von selber raus. Hat die typische Ölung. Gut, da könnte man manchmal meinen, wenn man die Reflexe sieht, dass da ein Schaden der Klinge ist, aber das täuscht, das sind einfach nur Staubpartikel, die in dem Öl sind. Hat auch nicht diese komische Käseschmiere, die einige Schwerter haben. Vielleicht die Unreinigung, man sieht, die Klinge ist sehr breit, sehr groß und verdammt lang. Messen wir nochmal nach. 91 sollte er haben, 91 hat sie. So, ich bin etwa 1,80 Meter groß. Für mich ist der Griff damit gut dimensioniert. Reicht fast bis zum Ellenbogen. Die Klingenlänge wäre fast ein bisschen zu lang für mich. Aber das muss nicht stören. Mit diesen Abmessungen ist dieses Schwert übrigens größer wie das Shinden Fudo Ryu Katana, das ein ganzes Endchen kürzer ist. So, guck dir, ob du Zogen kriegst überhaupt. Ja, das geht aber noch. Schön.
Zündfest eingearbeitet, da wackelt nichts, da klappert nichts. Die Klinge scheint auch schön scharf zu sein. So, um mal die Größe darzustellen, habe ich jetzt mal mein Daito, einen Standardbrocken und das O-Katana mal nebeneinander gelegt. Man sieht, die beiden sind ungefähr noch gleich groß. Da tut sich nicht so viel. Im Vergleich hin noch hier mit dem O-Katana sieht man einen gewaltigen Unterschied hinsichtlich Klingenlänge und Grifflänge. Aber stabil gewickelt. Auch hier die Montierung ist schön stabil und fest, da klappert nichts. Die Zuber ist einfach, aber funktional. Kein großer Schnickschnack, der irgendwie jetzt hier stören würde und irgendwann wehtun könnte. Es wurden zwei Mikrogianer Dübel eingesetzt. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass die auch ein kleines bisschen größer sind wie normal. Das sind mindestens 6er Dübel. Und da kann man auch erkennen, dass ungefähr bis hierhin die Nakago geht. Alles in allem wohl ein sehr stabiles Schwert. So, natürlich wollen wir das Schwert auch ausprobieren. Da es laut Katana Mat ja auch Bambus schneiden soll, hat Afus diese schönen, circa fingerdicken Bambus besorgt. Und wir wenden eine Tatami Omote von hoher Qualität. Damit sollte das Schwert dann ganz gut klarkommen können. Schön eng zusammenrollen. Ja, habe ich schon gemacht. So, dann wollen wir es dann verbessern. So, dann wollen wir das Schwert mal ausprobieren. Wie schon gesagt, Tatami Omote, hohe Qualität, frisch geschnittener grüner Bambus. Man sieht oben, die Blätter sind noch da. Man sollte das Schwert das eigentlich gut hinkriegen. Eindeutig, ja. Glatt und sauber durch. Keine Schäden an der Klinge. Ein wirklich sehr gutes Gerät. Aber es gibt einen sehr viel Schwung, wie man gesehen hat. Es zieht einen weit in den Schnitt rein. Daran werde ich erst ein bisschen gewöhnen müssen. Glatt und sauber. Durch die Matte und durch den Bambus geschnitten. Das Schwert scheint zu halten, was es verspricht. So, das war es für heute. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. In der Kommentarspalte könnt ihr Tipps und Anregungen hinterlassen.